Hallo und willkommen zurück zu Edna bricht aus. In der letzten Folge haben wir mit dem Schlüsselmeister geredet und wir haben Hoti und Moti getroffen. Hoti? Hoti. Ja, nur Hoti. Sie gleichen sich wie ein Ei dem okay, anderen. Dann doch nicht. Es sind halt nur beides sehr ungewöhnliche gut. Eier. Harvey, was sagst du zu den beiden? Was hältst du von den beiden, Harvey? Es fällt mir schwer, sie auseinanderzuhalten. Verständlich, verständlich. Vielleicht könnte ich die beiden trennen, aber ich will sie nicht verletzen. Ja. Verständlich. Es macht zwar Spaß, aber einer zur Zeit reicht. Okay, ja. Poloschläger, verprügeln. Spielt ihr Polo? Oh, schon lange nicht mehr. Es ist nicht so einfach, siamesische Zwillingspferde zu finden. Das glaube ich. Braucht ihr einen Kugelschreiber? Eigentlich bräuchten wir zwei. Wir spielen gerne Sudoku gegeneinander. Oh. Gegeneinander? Ja, aber Moti schummelt. Tu ich nicht. Er denkt sich irgendwelche Zahlen aus. Das sind Eskimo-Zahlen. Aber Sudoku spielt man nicht gegeneinander. Spielt man alleine. Wollt ihr einen Comic lesen? Lieber nicht. Wir kriegen uns immer beim Umblättern in die Wolle. Ah, ja, kann ich verstehen. Braucht ihr etwas Ketchup? Nein, wir essen nicht mehr im Bett. Wenn man das Laken vollkrümelt, wird es schneller abgezogen, als man Piff sagen kann. Es landet dann im Keller in der Wäscherei. Und dort brauchen sie dann Wochen, um es zu reinigen. Sagtest du Wochen? Genau. Das hier ist das letzte saubere Laken bis zum Winteranfang. Oh, oh. Ja, Topflappen? Möchtet ihr meine Topflappen haben? Nein. Nein. Da seid ihr euch ja sehr einig. Ja. Siamesische Zwillinge sind sich immer einig. Und sie benutzen niemals Topflappen. Das liegt in der Natur der Sache. In Siam isst man nämlich Sushi. Und Sushi isst man roh. Das erklärt die Topflappen, aber nicht die Einigkeit. Wir waren ja noch nicht fertig. Also? Sushi isst man roh. Ja. Und von rohem Fisch bekommt man Kommunen. Ja klar. Deswegen esse ich nur rohem Fisch, ne? Wollt ihr zur Therapie? Ich hab da eine Anmeldung. Heute nicht. Da findet heute eine Gruppentherapie für Spieleprogrammierer statt. Und das kann dauern. Ja. Ding, ne? Das machen wir später. Die Muster werden ja wohl nicht schaden. Okay. Wollt ihr die Cocktailkarte sehen? Nein, danke. Da steht ja sowieso nur Stinktrink drauf. Und dann ist der Weg zur nächsten Kloschüssel einfach kürzer. Ja, verständlich, ne? Wollt ihr ein Telefonat halten? Wollt ihr einen abgerissenen Telefonhörer? Kein Interesse. Wir haben auch so schon reichlich wenig Draht zur Außenwelt. Okay, Fußnägel? Hey! Hey. Wollt ihr ein paar Kartoffelchips? Nein, man sollte keine Chips im Bett essen. Die krümeln nur das Laken voll. Und wenn man das Laken voll krümelt... Es landet dann und dort. Sagtest du gehen. Das hier. Ja, das kennen wir schon, das kennen wir schon. Für einen Strohhalm? Wollt ihr meinen Strohhalm haben? Ist es eine Spezialanfertigung für siamesische Zwillinge? Woran würde ich die erkennen? An der USB-Schnittstelle und der Digital-Druckanzeige. Ah, ja. Oder einfach an den zwei Mundstuhl. Oh, ja, cool, okay. Das ist einfach zu verstehen. Oder ein Mann Strohhalm. Dann kannst du ihn behalten. Ja, das funktioniert schlecht bei zwei. Wollt ihr mein leeres Cocktailglas haben? War da etwa Stinkdrink drin? An deiner Stelle wäre ich vorsichtig damit. Es gibt seit neuestem einen Zusatzartikel im Sondermüllgesetz. Darin geht es ausschließlich um leere Stinkdrinkgläser. Aha. Wie kommt ihr ohne den Wäschelift in dieses Stockwerk? Kommen wir nicht. Wir haben uns nur heute Morgen vor dem Frühstück abgesagt. Wir haben uns beim Zähneputzen hinterm Spülkasten versteckt. Dem neuen Wächter fehlt einfach der Überblick über die Patienten. Okay.
habe eine Idee. Ihr seid frei. Wow! Was ist das? Was hast du nur getan? Bist du Chirurg oder sowas? Ja. Hobbymäßig. Mit dem Bett kann ich nichts anfangen. Wow, in die Bettlage. Und zwar sind hier schon fertig, ne? Hier gibt's sonst nichts, ne? Zum Bett und zum Flur, okay. Gehen wir zum Flur. Gehen wir wieder hier zur Tür, dann ab in den Wäschelift. Und los geht's. Harvey, was hast du zu Mantel? Ein wenig zu farblos für meinen Geschmack. Jo. Da kommt der nächste Ausgang. Okay. Denn hier, komm. Da würde ich mir ja alle Knochen brechen. Genau, hier kommen wir nicht runter. So, Herrn, Mantel. Man könnte ein tolles Gespensterkostüm aus ihm basteln. Leider hängt er außerhalb der Reichweite. Na, schade. Schon wieder passiert. Gut, der sitzt da mal ein Cut und wir sind gleich wieder im Spiel an der Stelle. Bescheid, ne? Ja, da sind wir wieder. So, Oderschläger? Ich schlage keine alten Männer. Oder? Zumindest keine, die außerhalb meiner Reichweite hängen. Ah, so. Da kommt der nächste Ausgang. War noch verständlich? So. Wie gesagt, hier können wir ja nicht runter. Nee. Hier können wir auch nicht hin. Gut, dann fahren wir einfach mal weiter. So, Kugelschreiber. Wie ist es denn schon wieder passiert? Ich hab ein weißes Bildschirm. Sieht das in Aufnahme? Puh. Okay. Hallo. So, wieder ein bisschen früher in der Aufnahme. Das ist gerade schon wieder passiert. Ich wollte noch etwas zeigen. Ihr seid. Wow! Was ist da? Bist du Chirurg? Da nämlich? Was ist los? Ihr seid befreit! Jeder von euch kann jetzt endlich das tun, was er schon immer wollte! Oh, diese Fülle an Möglichkeiten. Und dieser damit verbundene Druck. Oh je. Ja. Oh je. Na, diesen Dialog wollte ich noch zeigen. Großes Problem, wenn ich nicht. Letzter Versuch. Und los geht's. Ja. Kugelschreiber. Seine Farblosigkeit lädt dazu ein. Leider hängt er zu weit weg. Ja, schade. Da kommt der nächste Ausgang. Okay, das Comic Heft konnte ich nicht mehr benutzen. Immer noch, nach hier unten können wir nicht und hoffen wir mal, dass wir jetzt weiterkommen. Oh, komm her. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Denkt sich jetzt halt immer an der gleichen Stelle auf. Das ist halt. Beim Intro hatte ich sowas ähnliches. Nur. Ja, jetzt haben wir wieder das weiße Bild.
So, ich starte das Spiel neu. Bringt auch nichts, wenn ich das jetzt lade. Ich lasse jetzt die Aufnahme laufen, denn sehe in naher Zukunft keinen Erfolg. Muss wahrscheinlich sowieso gleich nochmal machen. Oder? Dann mal rein. Hier ist es zu dunkel zum Lesen. Ja, verständlich. Oh. Da kommt der nächste Ausgang. Ja, Mantel sieht nicht besonders glücklich aus, was wir gerade gemacht haben. Tut mir leid. Ich habe ihn genug geärgert. Oh, schade. Topflappen? Die Topflappen wären bei ihm natürlich sehr angebracht. Leider komme ich nicht an. Ja, schade. Da kommt der nächste Ausgang. Okay. Ha! Ich habe eine Vermutung. Fahr noch mal mit dem Wischel. Wo ist denn Herr Mantel hin? Oh. Ich hab noch so viele Dinge, die ich auch mit ihm ausprobieren wollte. Da kommt der nächste Ausgang. Ah. Perfekt. Hier wollte ich hin. Das ist ein Mantel. Ist er nicht. Mann. Arme. Jetzt hat er 7 Sachen gepackt und ist gegangen. Hallöchen, Hoti-Moti. Haltet mal still. Ihr seid... Was ist... Bist du hier? Nee, bin ich nicht. Aber ich bin Wissenschaftlerin. Und ich... Aber eine steile These. Und die kontrolliere ich jetzt mit einem Experiment. So, fahren wir weiter. Und los geht's. Ganz alleine. Und fahren. Da kommt der nächste Ausgang. Ah! Da würde ich mir ja alle Knochen brechen. Ja, aber wie ist dein Mantel hier hingekommen? Ich hab ihn in der Waschmaschine gesehen, also... Hätte ja uns auch ein Bettlaken da hinlegen können. Da kommt der nächste Ausgang. Das Liftgirl, okay. Ja. Okay, das Problem auch beseitigt. Ich hätte, nass machen. Ich bin akkreditiert. Ich habe ein Ticket. Drogelbecher. Nur für den Wäschelift? Drogelbecher. Puh. Menno. Wie kann ich ihn nur überzeugen, dass er mich vorbeilässt? So, wir müssen Bettlaken. Wie machen wir die dreckig? Wie können wir die dreckig machen? Beim Barmann können wir nichts mehr holen, ne? Oh, Bienenmann. Weil, sonst wüsste ich jetzt nicht. Wann guckt der hier? Barmann, einen Drink bitte. Aber natürlich. Was soll's denn sein? Stinkdrink. Ich noch an. Lieber gehe ich freiwillig in meine Zelle zurück.
Da war auch nichts. Den Löffel brauchen wir auch noch irgendwie. Aschenbecher. Den irgendwie nehmen. Ein wenig sperrig, meinst du nicht auch? Können wir da irgendwie Asche mitnehmen? Ich hab's! Heureka! Die Cocktailkarte! Cocktailkarte und Aschenbecher führt zu... Gib's auf, Kumpel. Dieser Aschenbecher ist zu nichts Nutze, außer Zigaretten darin auszudrücken. Schade. Hätte ja sein können. Oh, schöne Tapete. Hey, das ist der einzige... Ja, Löffel... Brauchen wir dann später. Wir müssen zuerst die Bettlaken darunter kriegen. Haben wir uns das Plakat schon angeschaut? Hier steht: Löffelknappheit. Bringt eure Löffel zurück in die Kantine. Okay, ich beende dann mal hier die Folge, sage tschüss, bis nächstes Mal und auf Wiedersehen. Bis zum nächsten Mal.